Ich will 15 Jahre zu deinem Leben hinzutun. Hiskia, er hat mich durch die letzten Jahre begleitet auf meiner Reise als Bibelabenteurer. 2018 war ich als Teil einer kleinen schwäbischen Forschungsexpedition in Jerusalem, um den Tunnel des Königs Hiskias zu erkunden mit dem Ausgräber aus Israel, Ronny Reich. Einer von uns, Ulrich Romberg, der sich seit vielen Jahren und Jahrzehnten mit dem Bewässerungssystem im antiken Jerusalem beschäftigt, diskutierte viele fachliche Fragen mit dem bekannten Archäologen. Hiskias Gegenspieler, der assyrische König Sanherib, hat mich auf mehreren Felsreliefs am Berg Dschudi, ist mir da begegnet und hat mich beschäftigt. Und dieser Berg, den halte ich für den Landeplatz der Arche Noah, und es hat da was auf sich damit, dass Sanherib auch diesen Berg besonders verehrt hat, und es heißt in einer jüdischen Legende, dass der assyrische König eine Planke der Arche Noah zu sich genommen hat und in seinem Palast in Ninive verehrt hat. Auf einem sechseckigen Tonzylinder beschrieb dieser Assyrerkönig im 7. Jahrhundert vor Christus, dass er Hiskia wie einen Vogel im Käfig in Jerusalem gefangen hielt. Aus der Bibel wissen wir, dass die Belagerung Jerusalems durch Gottes Eingreifen sensationell scheiterte. Dies verschwieg Sanherib in seinen Annalen. Ein Replikat dieses Tonzylinders, den habe ich seit 2019 in meinem Büro. Das Leben und Wirken Hiskias war mir also sehr gut vertraut, aber als das Jahr 2021 begann, da konnte ich noch nicht ahnen, wie sehr mich das persönliche Leben von Hiskia, sein Schicksal, bald bewegen würde. Denn neben dieser göttlichen Bewahrung Jerusalems ereilte Hiskia eine tödliche Krankheit. Petrus, er saß im Gefängnis, lag in Ketten, war schwer bewacht. Es war während der Tage der ungesäuerten Brote im Jahr 44 nach Christus. Diese Feiertage begannen mit dem Passahabend am 1. Mai. Vier Schichten zu je vier Soldaten bewachten Petrus rund um die Uhr. Herodes Agrippa der Erste hatte ihn eingekerkert, weil er Christ war. Von Kaiser Caligula hatte der Enkel von Herodes dem Großen ein Gebiet im Heiligen Land erhalten und war zum König ernannt worden. Er unterhielt freundschaftliche Beziehungen zu den religiösen Führern des Volkes, und er sah, dass es den Juden gefiel, wenn er Christen verfolgte und umbrachte. Worüber dachte Petrus in den endlosen Stunden der Festtage im Gefängnis wohl nach? Über die wunderbare Auferstehung dieses Jesus, dem er nachgefolgt war und den er für den Messias, den lang ersehnten Messias der Juden hielt? Dachte er über die schreckliche Kreuzigung nach? Darüber, dass er Jesus dreimal verleugnet hatte, bevor der Hahn krähte? Oder über seinen Glaubensbruder Jakobus, den Bruder des Johannes, einen der Donnersöhne, der von Herodes um seines Glaubens willen enthauptet worden war? Würde ihm, Simon Petrus, nicht das gleiche Schicksal blühen, wenn die Feiertage um waren? Konnte er überhaupt nachdenken? Oder plagte ihn der Hunger? Oder peinigten ihn die Schmerzen? Dann geschah das Wunder. Ein Engel kam, die Ketten fielen von ihm ab. Er wurde zur Eile getrieben. Raus, raus! Die Wächter waren machtlos, völliges Chaos. Die Tür öffnete sich. Schließlich stand er draußen, konnte es kaum fassen. Ein Wunder, die Gebete der Gläubigen hatten sich erfüllt. Freiheit, Leben.
Ich lebe. Ich erlebte auch ein Wunder. Viele Gebete haben sich erfüllt. Befreiung von einer Krankheit, die auch Geißel der Menschheit genannt wird, Krebs. In der zweiten Jahreshälfte 2020 litt ich an heftigen Bauchkrämpfen immer wieder. Die Ursachenforschung zog sich in die Länge. Eine Antibiotika-Behandlung gegen Bakterien im Magen hatte keinen Erfolg. Auch eine Magen- und Darmspiegelung brachte nichts Bedenkliches zum Vorschein. Erst eine Ultraschalluntersuchung führte dann zur Anordnung einer Computertomographie im Januar 2021. Danach die niederschmetternde Diagnose, ein Tumor auf dem Darm, schnellstmöglich Operation. Diese erfolgte am 9. Februar. Technische Glanzleistungen, chirurgische Fertigkeiten, medizinischer Fortschritt. Der Tumor wurde entfernt samt weiterer verdächtiger Lymphknoten und Teilen des Darms. Ich erholte mich schnell, durfte nach wenigen Tagen raus aus dem Krankenhaus. Die Verdauung funktionierte trotz der Überbrückung im Darm ganz gut. Die entfernten Gewebeteile kamen ins Labor. Durchatmen. 3 Wochen später saß ich in der Onkologie. Der Tumor bestand aus anderen Zellen als gedacht, bösartig. Die Gefahr sei groß, dass etwas wiederkommt. Die Heilungschancen durch eine kombinierte Antikörper-Chemotherapie seien aber gut. 70%. Gut, 70%. Und wenn ich zu den restlichen 30 gehöre? Ich beschäftigte mich intensiv mit dieser Krebsart, mit der Therapie, die mir bevorstehen würde. In meinem Fall könnten es vielleicht auch 90% Heilungschancen sein. Genau heute vor einem Jahr, am 31. März, erreichte mich nach dem ersten Behandlungszyklus das Ergebnis einer PET-CT-Untersuchung, die meine Hoffnung bestätigte, dass ich vielleicht auch eine kürzere Therapie nur machen müsste und dass meine Heilungschancen bei 90% liegen könnten. Der Tumor war ja bereits entfernt. Die nächsten Monate waren nicht schön, aber objektiv betrachtet kam ich ganz gut durch die Behandlungszeit. Die Haare fielen aus, aber mir wurde kaum übel. Ich blieb ziemlich fit und auch mal mehr, mal weniger zuversichtlich. Die medizinische Forschung, sportliche Aktivität, Zuversicht und die Gebete von vielen Christen haben mich hindurchgetragen. Es war ein Wunder Gottes, davon bin ich überzeugt. Und inzwischen gelte ich als geheilt, mache Pläne für die Zukunft. Philipp Mickenbecker, ein junger Christ und YouTuber, ist während meiner Behandlung verstorben. Ich kannte ihn nicht persönlich und auch seine Videos waren mir unbekannt. Ich hatte immer mal wieder von ihm gehört und meine Kinder hatten sein Buch bekommen. Nach seinem Tod habe ich darin gelesen, Lymphdrüsenkrebs, genau wie bei mir. Eine andere Art von Lymphom, eine erste Chemo hatte er überstanden. Doch dann kam der Krebs zurück. Er hatte sich mit ähnlichen Bibelstellen beschäftigt wie ich. Jakobus geköpft, Petrus gerettet, so schreibt er. Jetzt ist Philipp tot und ich lebe. Warum? Jakobus war ein Donnersohn, mit Feuereifer gläubig. Petrus war ein Verräter. Und doch wurde er gerettet und die Kirche Jesu sollte auf ihn gebaut werden. Warum so und nicht umgekehrt? Warum ist Philipp Mickenbecker gestorben und ich lebe? Beantworten kann ich diese Frage nicht. Aber ich kann erkennen und beten, der Herr ist in den Schwachen mächtig. Lass deine Kraft in mir mächtig werden, Herr. Auch mit Hiob und mit Hiskia hat sich Philipp auseinandergesetzt. Hiob, ihm wurde alles genommen und dann wurde er krank. Ich habe während meiner Krankheit und Behandlung immer wieder auf meiner Website meine Hiobsbotschaft dokumentiert. Als einleitenden Vers hatte ich Hiob 2, Vers 10 gewählt. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen?
Ich hatte gehofft, dass es mir bald, so wie Hiob, wieder besser gehen würde. Inzwischen habe ich tatsächlich in ähnlicher Weise mein altes Leben wieder. Ich verstehe nicht den tieferen Sinn dieser Krankheit. Auch Hiob hat nichts von dem erfahren, was sich hinter den Kulissen abgespielt hat, von diesem merkwürdigen Dialog zwischen Gott und dem Satan. Aber er hat gelernt, dass er sich nicht mit Gott messen kann, dass er Gottes Perspektive nicht kennt, dass Gott eine höhere Perspektive hat und dass Gott es allem Anschein zum Trotz gut mit uns Menschen meint. Ich lernte viel von Hiob über Gott, nicht nur theoretisch-theologisch, sondern hautnah. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. So steht es am Ende des Hiob-Buches in Kapitel 42, Vers 5. Und doch bin ich verändert. Es bleibt ein seltsames Gefühl. Das Leben ist viel zerbrechlicher, als wir uns das im Alltag und vor allem, wenn wir jung sind, eingestehen. Hiobs Geschichte war nur eine Zäsur in seinem Leben. Irgendwann wurde er alt, vielleicht wieder krank und schließlich endete sein Leben. Unser Leben ist zerbrechlich, vergänglich. Wären wir nicht hoffnungslos verloren ohne eine Perspektive auf die Ewigkeit, eine Perspektive Gottes? Aber trotzdem, ich hänge an diesem Leben. Ich will es weiterleben und bin dankbar, dass ich es darf. Eng verbunden fühle ich mich hier mit Hiskia, mit diesem König von Juda, der todkrank geworden war. Er flehte und ich mit ihm: Ach Herr, gedenke doch, dass ich vor dir in Treue und mit rechtschaffenem Herzen gewandelt bin und getan habe, was dir wohlgefällt. Und Hiskia weinte sehr. Jesaja, der Prophet, kam und versprach seinem König 15 weitere Lebensjahre. Ich betete: Gott, schick mir auch einen Jesaja. Und ich bekam tatsächlich ein Wort von Jesaja schon vorher. Ich habe ein Jahreslos, ein sogenanntes Jahreslos bekommen zum Wechsel vom Jahr 2020 auf 2021 an Silvester. Und darin stand, schon bevor ich meine Diagnose erhalten habe: Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, damit dich die Ströme nicht überfluten. Jesaja war schon da, bevor ich meine Diagnose bekam. Und irgendwann sprach dann meine Onkologin davon, dass ich ja auch noch in 15 Jahren gesund sein würde und man deswegen nicht regelmäßig belastende CT-Untersuchungen bei mir machen würde in der Nachsorge. Da waren diese 15 Jahre eine ermutigende Zusage, eine Verlängerung des Lebens wie bei Hiskia. Im Kloster, am Ende meiner Krankheitszeit, hielt ich Einkehr im Gästehaus eines Klosters. Ich las noch einmal die Geschichte von Jakobus und Petrus aus Apostelgeschichte 12. Ich stolperte über den Nebensatz: und als er sich besonnen hatte. Dieses große Chaos, diese Befreiung, Eile, Flucht. Er musste zu einem bestimmten Zeitpunkt über das Geschehene nachdenken. Und gerade als ich im Kloster war, war auch bei mir dieser Zeitpunkt gekommen. Mir wurde klar, dass ich auch in diesem Moment diese Besinnungsphase erlebte. Als ich an diesem Vormittag die Bibel studierte, kam ich über den Petrusbrief ins Buch Jesaja und entdeckte in Kapitel 38 die Parallelstelle zu 2. Könige 20, wo Hiskias Krankheit und Heilung beschrieben wird und wo ich immer davon gelesen hatte. Aber hier in Jesaja war mehr. Ein Gebet Hiskias in voller Länge, beginnend mit seiner Verzweiflung, dass er das Land der Lebendigen nicht mehr sehen würde. Dann aber mit Freude über Heilung, Barmherzigkeit, Leben. Als Lebende können wir Gott loben und ihn vor unserer Familie und vor anderen bezeugen. 2036. Immer wieder denke ich über die 15 Jahre nach, die Gott Hiskias Leben hinzutun wollte.
Sind 15 zusätzliche Lebensjahre viel oder wenig? Bekomme ich 15 Jahre oder weniger oder mehr? Ich glaube nicht, dass die Zusage Jesajas an Hiskia wirklich auf meine Situation übertragen werden kann. Ich sehe sie vielmehr als Verheißung, dass ich eine Zukunft habe, in der ich meinen Dienst im Lande der Lebendigen weiterführen darf. Ich darf planen und Visionen entwickeln, aber noch mehr als früher in dem Bewusstsein, dass diese Zeit hier auf der Erde endlich ist. Dass diese Zeit ein Geschenk ist aus den Händen Gottes und dass sie sich unweigerlich dem Ende zuneigt. Unsere Gesundheit ist keine Selbstverständlichkeit, das macht uns auch die Corona-Situation bewusst. Ich habe eine mehrwöchige Pause gemacht mit diesen Aufnahmen, weil ich selber an Corona erkrankt war und ja, eine starke Erkältung hatte. Aber das alles muss uns nicht verzweifeln lassen, denn als Christen haben wir eine Perspektive über Gesundheit, Krankheit und Tod hinaus. Ein unbezahlbarer Mehrwert, die Hoffnung auf die Ewigkeit in der Gegenwart Gottes. Hiskia konnte als König regieren und dienen, aber die chronologische Einordnung seiner Krankheit ist nicht möglich und von dem her weiß man gar nicht ganz genau, ob es tatsächlich 15 Jahre waren. Und bei mir weiß ich es zum Glück auch nicht. Ich werde auch in Zukunft weiter auf den Spuren Hiskias und anderer Menschen der Bibel forschen und in meiner Krankheitsphase wurde ich auch besonders ermutigt, das zu tun. Wenn ich nicht mit Hiob wüsste, dass Gottes Perspektive eine viel höhere ist, wenn ich nicht mit Hiskia vor meinen Schöpfer treten könnte und flehen und beten könnte, wenn ich nicht mit Petrus überzeugt wäre, dass Jesus Christus für meine Schuld ans Kreuz gegangen ist, dass er Wunder tun kann, heilen und befreien, aber dass das Leben auch endlich ist, aber die Ewigkeit unendlich. Wenn ich das alles nicht hätte, dann wäre meine Hiobsbotschaft wirklich das gewesen, was man landläufig darunter versteht. Eine traurige Nachricht. Aber die biblische Hiobsbotschaft ist eine andere. Gott trägt mich durch alles hindurch bis ins ewige Ziel. Und nun möchte ich noch dieses Danklied Hiskias beten. Dies ist das Lied Hiskias, des Königs von Juda, da er krank gewesen und von seiner Krankheit gesund geworden war. Ich sprach, nun muss ich zu des Totenreiches Pforten fahren in der Mitte meines Lebens, da ich doch gedachte, noch länger zu leben. Ich sprach, nun werde ich den Herrn nicht mehr schauen im Lande der Lebendigen. Nun werde ich die Menschen nicht mehr sehen mit denen, die auf der Welt sind. Meine Hütte ist abgebrochen und über mir weggenommen wie eines Hirtenzelt. Zu Ende gewebt habe ich mein Leben wie ein Weber. Er schneidet mich ab vom Faden. Tag und Nacht gibst du mich preis, bis zum Morgen schreie ich um Hilfe. Aber er zerbricht mir alle meine Knochen wie ein Löwe. Tag und Nacht gibst du mich preis, ich zwitschere wie eine Schwalbe und gurre wie eine Taube. Meine Augen sehen verlangend nach oben. Herr, ich leide Not, tritt für mich ein. Was soll ich reden und was ihm sagen? Er hat's getan. Entflohen ist all mein Schlaf bei solcher Betrübnis meiner Seele. Herr, lass mich wieder genesen und leben. Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe. Denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. Denn die Toten loben dich nicht und der Tod rühmt dich nicht. Und die in die Grube fahren, warten nicht auf deine Treue. Sondern allein die da leben, loben dich so wie ich heute. Der Vater macht den Kindern deine Treue kund. Der Herr hat mir geholfen, darum wollen wir singen und spielen, solange wir leben, im Hause des Herrn.